Freddy? Du da? Ja, du bist noch da! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der hat nur drauf gewartet. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Amnesia, The Dark Descent, die 93 Stufe. Im letzten Teil haben wir uns im Gästezimmer und im Studierzimmer alle Informationen geholt und auch einen der ersten Stäbe für die Maschine. Und nun, ich hätte den Schlüssel für den Maschinenraum, aber ich muss oder so in das Lager, weil ich da einige Stäbe finde. Ich will nicht rein. Er atmete schwer und versuchte nicht zu schreien. Der Medizinschrank war umgeworfen worden und lag zerbrochen auf dem Boden. Er griff durch die zerbrochene Glastür und griff nach allen Beruhigungsmitteln, die er finden konnte. Na, ob das hilft? Weil wenn du zu sehr benebelt bist, dann kannst du nicht gut reagieren. Oh Mann. Ich weiß, dass hier Monster warten werden. Hm? Was schreibst du denn auf? Die Dunkelheit im Lagerraum ist merkwürdig und unnatürlich. Na, dankeschön. Mach mir noch mehr Angst, hä? Okay, ich hab mir... Okay. Ich weiß, dass hier zumindest kurz die Zeit angehalten ist. Gut. Zwei Notizen. Einmal über Explosives. Raum auf der rechten Seite, wenn du runtergehst. Okay. Also hier. Ich habe genug Zunderbüchsen. Ausrüstung, okay. Wieso ist es so groß hier? So große Räume. Hallo? Notiz, Notiz und ein bisschen Licht. Thunderbüchse. Sehr schön. Gegeben und gekriegt. Bezüglich explosive Mischung. Alexander. Ich habe den Sprengstoff vorbereitet, den du für den Ablastkanal brauchst. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, mit der Mischung vorsichtig umzugehen. Bitte versuche das auch deinen leichtsinnigen Lakaien beizubringen, bevor du deine Pläne in die Tat umsetzt. Die Flüssigkeiten selbst sind nicht explosiv und sollten voneinander getrennt aufbewahrt werden, um weitere Unglücke zu vermeiden. Im Raum nebenan habe ich zwei große Fässer dafür vorbereitet. Alles, was du tun musst, ist die Flüssigkeiten zu mischen. Agrippa. Praktisch, gell? Einfach hier zwei Sachen gemischt und dann... Dann kann man schon hier was in die Luft jagen. Welche Lakaien meint er jetzt eigentlich? Hier die normalen menschlichen? Oder hier die Monster? Alter. Hallo? Das kommt mir so groß vor. Thunderbüchse. Oh. Ach genau, wir müssen ja einen Bohrer bauen. Sind noch irgendwelche Teile, die ich brauche? Ich glaube, nein. Oh. Nein! Kleiner Jimmy, du kriegst keinen Keks. Zunderbüchse für mich. Es kommt alles wieder hoch, wie ich auch keine Lust habe zu reden. Das Ventil ist zugerostet. Ach nö, ich will ein bisschen Öl haben. Ein bisschen mehr wäre schön. Da rattert doch was. Hallo? Okay, hier ist Licht. Zunderbüchse. Zunderbüchse. Bohrerteil. Einige Gegenstände können... gebaut werden. Ich glaube, ich kann es nicht verschieben, ne? Alter. Okay, verbinde das Teil mal. Du kannst den Bohrer noch nicht zusammenbauen, du musst erst alle Teile finden. Was muss ich denn damit nochmal bohren? Verrat mir das mal. Hallo? Echt die Musik! Musik!
Die geht mir hier, die geht mir in den Kopf und unter die Beine. Und in die Knochen. Zu der Büchse. Ladonum. Und der Zunderbüchse. Großer Jackpot. Dankeschön. Und noch eine Zunderbüchse. Und noch eine Zunderbüchse. Ihr tut mich ja schön ablenken. Hallo? Hier muss doch irgendwo ein Bohrteil sein, oder? Moment. Leuchtet was in der Dunkelheit? Glitzert was, was ich hier brauche? Zunderbüchse. Wenn es so weitergeht, finde ich wirklich alle Zunderbüchsen. Nur habe ich jetzt... Steam habe ich jetzt offline gelegt. Das habe ich lieber. Nicht, dass ich jetzt schon irgendwie durch Nachrichten gestört werde. Nicht böse gemeint. Ja. Aber dadurch... Okay, ich glaube, ich habe hier alles geholt, was ich brauche. Aber sonst wird mir nämlich angezeigt werden, was ich für Achievements habe. Ich brauche mehr Licht. Zunderbüchse. Ich glaube aber hier... Hier kommt doch, glaube ich, ein Quant, oder? Und dann geht hier das Licht aus. War das nicht so? Ich glaube, ja. Zunderbüchse. Ich glaube, hier passiert's. Bohrerteil. Halt es aus. Halt es aus, Daniel. Ich weiß nämlich nicht, ob er das Licht durch die Tür sehen kann oder nicht. Worüber ich jetzt auch noch reden kann, ist, wenn das Monster ihn entdeckt, hört man hier dieses Geräusch, dieses... Ich habe damals wirklich gedacht, das wäre das schreiende Monster, aber nein, das ist einfach nur ein Soundeffekt, der ertönt, wenn man halt entdeckt wird. Damit man aber auch schön richtig Panik kriegt. Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Das kann ich verstehen. Moment. Und ein kleiner Tischlerbohrer. Leichte Kopfschmerzen, okay. Okay, ich glaube, die Luft ist wieder rein. Zunderbüchsen. Schöne, schöne Zunderbüchsen. Moment. Der hält doch auch die Zeit an, oder? Ich habe die Notiz über das Explosive. Die nächste kann ich nicht übersehen, weil die finde ich bei den Stäben. Hallo. Und die ist am Ende des Ganges. Folge nur dem Blut. Das zumindest nur bei Verbrechern oder so gemacht hat, aber nein, Kinder, unschuldige Kinder, an denen hat er sich auch vergangen. Ich vertreibe die Dunkelheit. Es lässt sich nicht bewegen. Ach, stimmt. Stimmt, deshalb muss ich das machen, weil ich hier ja Zunderbüchse, weil ich hier das ja in die Luft jagen muss und dafür brauche ich die Fässer, richtig? War das nicht so? Einsturztrümmer verhindern ein weiteres Durchkommen. Im Lagerraum finden einen Weg hindurchzukommen. Das war doch so, oder? Moment, aber welches? Ich habe genug Zunderbüchsen. Moment, kann ich das hier aufbrechen? Dann ist da ein Fass drin. Das lässt sich nicht bewegen. Moment. Halt, stopp, ich habe Notizen. Wo hat er die? Die Flüchtigkeiten sind sie nicht. Aufbewahrt, um weitere. Im Raum nebenan habe ich zwei große Fässer dafür vorbereitet. Achso, stimmt. Das muss ich anbohren und dann habe ich ja den Behälter, den Chemietopf. Und da kann ich das reintun. Genau. Genau so war das. Ready? Ready, bist du hier? Nein? Gut. Hep. Ich kann nichts dafür. Moment.
habe ich gerade Monsterknurren gehört. Aua. Ich glaube ja, aber das war nur in der Ferne. Hörde! Ich dachte, ich hätte gerade Augen gesehen. Sekundär. Da muss ich es reinbauen, oder? Jo. Und? Nimm das mit, das Zeug. Jo. Jo ho ho. Teilweise gefüllter Topf. Es ist mit einem der zwei Bestandteile für die Herstellung der explosiven Mischung gefüllt. Alter, mir geht das Öl aus. Ah, das ist der andere große Behälter, oder? Oder? Nein, hier nicht. Das ist sekundär. Hier, da ist er. Und primär. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, das damals gemacht zu haben. Ganz ehrlich. So, und jetzt ganz vorsichtig. Aufgenommen, Krippers Explosivstoff. Ein hochexplosives Gemisch. Okay. Okay. Alles gut. Die Luft ist rein. Wie war das? Ich glaube, ich muss irgendwas draufschmeißen, damit es explodiert, richtig? Einfach wie eine Kiste und dann muss ich halt in Deckung gehen. Okay. Gegenstand kann nicht, nein. So, stehe nicht zu dicht an der Explosion. Okay. Hep! Das war nix. Dann kommt der Stein dran. Bam! Komm, genau zielen muss man. Alter! Das gibt's ja wohl nicht. Schmeiß ich daneben. Ich habe aber auch Angst, dass ich hier erwischt werde. Hör. Boom, Schakalaka! Oh, ich sehe eine Kerze. Die mache ich auch an. Tundebüchse. Her damit. Oh mein Gott, ich spannt sich alles bei mir an. Gott, hier ist hier. Kommt ihr nicht hier irgendwo? Blah. Schemmebrot. Und Öl. Ich brauche Öl. Gib mir das Öl. Gib mir das Öl. Gib mir das Öl. Gib mir das Öl. Danke. Das Öl habe ich nötig. Zunderbüchse, Zunderbüchse. Danke, danke, danke. Hier ist... Ich glaube, da rechts hinter der Tür ist doch das Monster, oder? Oder? Ich glaube schon. Wenn man da das auch macht, dann hört man nur... Da war der gerade hier beim Abseilen und dann... Aber ich glaube, da drin ist was, was ich brauche. Daher... Hallo? Schande! Ich wusste es noch. Das hat sich so eingebrannt in mein Gedächtnis. Ja. Stell dich hin, dann. Ich bin dran mit dem Jammern. Der Becher ist leer.
Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt nur eine Einbildung war oder ob das Monster wirklich da steht. Aber der kommt mir gar nicht nach, so wie es aussieht. Wenn da überhaupt was war, was mir nachgeht. Was ist die Sache bei diesen Spielen? Man weiß nie genau, ob da jetzt einer ist oder nicht. Ich mach das die Tür offen. Freddy? Du da? Oh, 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 ja, du bist noch da! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der hat nur drauf gewartet. Ich weiß nicht, ob da was ist in dem Zimmer. Oder nicht. Zunderbüchsen oder so. Kommst du raus oder nicht? Oh, Backe. Ernsthaft? Warst du in deinem früheren Leben eine Frau gewesen? Oder warum hast du jetzt gewartet, dass ich dir die Tür aufmache, bevor du rausgehst? Sei ein Gentleman. Sei ein Mann der alten englischen Schule. Ich bin Deutscher. Ich kenne zwar auch das mit höflich sein, aber man sieht, dass man die anderen die Tür aufhält. Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Jetzt habe ich das Monster rausgelassen. Das läuft jetzt da rum. Oder verzieht sich das auch wieder? Ich weiß es nicht mehr. Das war ein Riesenfehler, wenn ich es doch wusste. Aber ich wusste auch nicht, ob da halt irgendwas drin ist. Vielleicht auch sowas wie Öl. Und man muss halt natürlich das Monster rauslassen, damit man da reingehen kann. Ich glaube, das ist der erste Fall, wo das Monster wirklich nicht weggeht und man muss sich an ihm vorbeischleichen. So, was ist jetzt der Kriegsplan? Renne ich jetzt zu dem Raum hinter, wo ich weiß, dass ich die Stäbe finde? Und dann muss ich ja wieder zurücklaufen, weil die Monster dann mir hinterher nachgehen oder gehe ich erstmal in einen anderen Raum? Stehst du da vor der Tür? Hast du Asthma? Brauchst du Inhalator? Mundbeatmung wirst du sicher nicht von mir kriegen, also lass es sein. Musik? Kannst dich wieder beruhigen? Ich glaube, der geht nicht weg. Ich glaube, der geht nicht weg. Okay, schau nicht so lang an. Und jetzt? Abwehren. Verwirren und verstecken. Hey. Hat er sich verdünnisiert? Zunderbüchse. Ah, da. Das ganze Theater für eine Zunderbüchse. Zwei Zunderbüchsen. Drei Zunderbüchsen. Also für das Achievement von Bedeutung. Ja, der hat sich verzogen. Ich bin weg. Ich bin weg. Kein Ehre! Keine Ehre, stechst sie sogar ab, während die noch wegläuft. Was? Oh, Bucket, da kommt einer. Versteck dich, versteck dich, versteck dich. Okay. Erstmal Notiz. Im Falle eines fehlenden Stabes. Wenn kein vollständiger Satz Stäbe verfügbar ist, kann ein Stab aus dem inneren Studierzimmer geholt werden. Den habe ich schon. Er könnte von Nutzen sein, falls der Aufzug wieder kaputt geht. Verwende die reparierten Stäbe nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Nutze immer zuerst die Ersatzstäbe aus dem Lager. Ist hier was zu finden? Zunderbüchse. Oh mein Gott, mein Öl ist fast alle. So, Stäbe, Stäbe. Und nun weiß ich. Ja,
verstecken, denn der Typ, der kommt. Ich habe... Für... Kann die Laterne nicht mehr genutzt werden. Ich habe kein Öl mehr. Ich habe gesagt, ich wollte Öl sparen, aber nix da. Da wartet schon jeder vor der Tür. Aber im Grunde, ich habe alles, was ich brauche, oder? Ich habe die Stäbe, ich habe die Notizen. Also könnte ich jetzt einfach meiner Lichtspur folgen und hier abdüsen. Und das werde ich jetzt auch machen. Auf die Blätter, fertig. Los! Oh, Freddy. Da bist du, Freddy. Du gehst links, ich geh rechts und wir treffen uns in der Mitte. Wie wär's denn damit? Pikabu! Da haben wir den Schrei schon gehört, aber nur halber. Ui, ui, Steinschlag. Aber dafür gibt's doch Haarglas. Hä? Ah! Genau, dieses Geräusch. Ich dachte damals wirklich immer, das wäre das Monster, was schreit, aber nee, das ist aber nur das Angstgeräusch! Ah! Hüpf! 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 Der merkwürdige Brief erschrak ihn, aber es war auch der einzige, der ihn etwas ermutigte. Was für ein Brief, ich möchte ihn auch lesen! Und wir sind hier fertig! Wer hat die Tür zugemacht? Okay. Kaum bei Bewusstsein. Laudanum und Laudanum. Einige Schnittwunden und blaue Flecken. Und mein Öl ist fast alle. Oh, Backe. Oh, 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 oh. Madame, ist es wieder diese Zeit? Wo kommst du denn jetzt aber mal her? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Hä? Bilde ich mir das jetzt ein? Oder hat der Schatten hier sein Tomatenmark im Spiel? Hm? Das jetzt auf einmal aus dem Oberkörper ist jetzt ein ganzer Typ geworden. Aus einer Rippe wurde Eva. Aus dem Oberteil, da wurde hier der Dude. Gut. Wir haben drei Stäbe. Ich glaube, den letzten kriegen wir da. Und jetzt brauchen wir nur noch Maschinenraum. Setz hinein den Schlüssel und ab geht's. Wir haben nämlich noch Zeit. Er durchblätterte das Buch der Monarchen, suchte nach Radierungen und zählte. Neun verschiedene Könige aus ganz Europa wurden mit einer Kugel in ihrer Hand dargestellt. Das haben wir doch schon gelesen. Gibt es Wiederholungen? Habt ihr keine neuen Stoffe? Soweit ich weiß, gibt es hier keine Monster. Also hier bin ich sicher, das ist hier Rätselzone. Was knirscht mit den Zähnen? Alles gut. Dann schließen wir mal besser die Türe, oder? Kommt da jetzt wirklich einer? Wo ich gerade gesagt habe, nee, das kann nicht sein. 5th July, 1839. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the Globus Cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Ja, es lag wahrscheinlich daran, weil ja der Orb, also der Schatten des Orbs, folgt ja dem Geruch und der hängt ja an Daniel und weil er da hingegangen ist, hat er ihn dorthin verfolgt. Ja? Weil er halt natürlich jetzt dann auch dachte, ey, der war da gewesen. Aber dann hat er sich getäuscht und hat aber dann halt getötet, was ihm da rüberkam. Kann ich das hier drehen? Na, das ist rostig, hä? Ist da was zu finden? Zunderbüchse oder Öl? Ich bräuchte mal wieder ein bisschen Öl. Hä? Öl für den Jovo? Öl für die Welt? So. Wer baut denn das hier?
Ja. Ja, hier sind wir wirklich soweit sicher. Keine Monster oder so. Aber zwei Notizen. Memo Maschinenausstattung. Es sind nur noch zwei Stäbe für die Aufzugsmaschinerie übrig. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind und lasse die anderen in dem inneren Studierzimmern für den Fall, dass wieder alle drei brechen. Gut, wir brauchen drei. Gut, gut, gut. Notiz oder Tagebucheintrag? 14. July, 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful. With so many sleepless nights, dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Ich habe wirklich, ich habe vergessen, wie gut der Sprecher von Daniel ist, weil einfach, da bin ich wirklich dann, yo, Zunderbüchsen, da bin ich einfach wirklich komplett leise und horche einfach, was er zu erzählen hat. Ich knirsche mit den... Gehst du auf? Aber Mick, ich habe kaum noch Öl. Ich brauche wirklich mal wieder Öl. Ja, ich muss mal nachschauen, wie der Sprecher nochmal heißt. Ja, und was wollte ich ansprechen? Genau, ich hatte ja angefragt, ich hatte mich ja selber gefragt, wieso hilft der dem Alexander von Brennenburg? Ich hatte das, also die Reihenfolge anders. Ich dachte, er hätte erst mit dem Baron die Untersuchung gemacht, bei dem er den Orb gefunden hat. Aber nein, es war erst mit Herbert gewesen, mit dem Herbert. Und erst nachdem er jetzt mit dem Orb in Verbindung gebracht worden ist, wurde er verfolgt vom Schatten. Und daraufhin hat er sich dann Hilfe vom Alexander geholt. Ja. Oh, Öl. Jo, ist da noch was zu finden für mich? Ja. Alter! Sprich deinen Wunsch und du sollst erhalten. Da war ja eine volle Ladung drin. Super. Das Fass enthält einige Tropfen Öl. Ey, super, super, super. Mach mal Licht an. Ich hab den Schattenschrein gehört. Gut. Ah, stimmt ja. Ich muss ja Zahnräder einsetzen. Aber erst noch die dritte Tagebucheintrag. 17. July 1839. How has this escaped me? They're all dead. Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if boiled. I feel like I'm falling into myself. What's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it as well. Naja, wahrscheinlich, weil der Alexander aus dieser anderen Welt ist, lässt ihn vielleicht der Schatten in Ruhe, weil er merkt, hey, du bist einer meiner früheren Bosse oder einer der Leute, denen ich ja damals auch schon vertraut habe und deshalb, ja, und deshalb mache ich dir nichts. Puh, ich glaube, das mache ich jetzt noch. Weil danach würde es ja in den nächsten größeren Abschnitt gehen. Bevor ich jetzt nämlich hier den Part beende. So. Und du? Und da hinten? Irgendwo hatte ich doch noch eins gesehen. Das passt nicht an diese Speicher, aber an diese passt es dran. Irgendwo hatte ich noch ein Zahnrad gesehen. Zahnrad einsetzen, Stäbe einsetzen
Und dann läuft das Ganze, dann läuft die ganze Geschichte. Da habe ich dich gesehen, richtig, auf dem Tisch lagst du. Hoppala. Wessen Füße höre ich denn hier patschen? Moment, was ist da drüben? Achso, das ist der Kasten für die Stäbe. Ich hab doch... Das habt ihr doch auch gehört, oder? So patschende Füße. Oh mein Gott. Es gibt doch diese Phobie, dass man von einer... Die Phobie, dass man von einer Ente verfolgt wird. Ja. Ziemlich abstrus, aber niemals Zero. Könnte das sein? Die Ente ist hinter mir her. Ist es gar nicht der Schatten, ist es die Ente. Ah! Gut, kann ich das schon drücken? An der Maschine muss noch mehr gearbeitet werden, bis sie funktioniert. Und dann erst funktioniert der ganze Aufzug. Okidoki. Also jetzt die Schäbe einsetzen und dann muss ich 8 hoch und 8 runter einstellen. So war das doch, oder? Machen wir das Licht an. Gut. Aus Holz und Metall. Wie war die Reihenfolge? Ich weiß es nicht mehr. Alle Stab... Habe ich gerade? Ich hatte die Notiz, die hätte mir gesagt, in welcher Reihenfolge ich die einsetzen soll. Moment, was wäre der Hinweis gewesen? Aber ich habe es auf Anhieb hingekriegt. Das ist doch bemerkenswert, oder? Nein. Aufzugmaschine, da. Trinity Dampfanlage. Ah. 4 Phasen Amplitude. Kompletter Dampfstromkreislauf. Aber welche Farbe jetzt welche ist, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Aber Slimmo. Auf Anhieb hingekriegt. Manchmal hat man halt so viel Glück. Gut, wo sind die Schalter? Da sind die Schalter, mach mal das Licht an. Also 8 hoch und 8 runter. Das sind ja die römischen Zahlen. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 runter. 3. Nein, 3. Ah, nee, Moment. 3. Nee, ach, das sind jetzt 1. Also 3. 4. Und das sind schon mal 8. Ah, warte, das passt nicht, weil das sind hier 5. Alte Klappe. Das sind 7. Und das hier wären 8. Moment. Ah, das wären 4. Und das sind 5. Und das wären 10. Also das passt nicht. 3. Und 2. Alte Klappe. Das ist definitiv zu viel. Ja, ja. Also das hier sind 1. Und 3 und 5. Aber dann hätte ich hier auch 8 und das wären dann 10. 1. Das sind 4, sind 5. Aber 3 gibt es hier nicht. Also hier... Anstatt 3 und 3 muss es wahrscheinlich 4 und 2 sein, oder? Moment. Ich komm drauf. Ich kenne ja die römischen Zahlen. Also 3 und 4. Und 4 sind 8. Das wären jetzt 6, 8 und 9. Das wäre dann zu viel. Wenn ich hier mit den wenigsten Teilen, die schon auf 8 kommen würde, nehme ich hier zum Beispiel... Kommst du oder nicht? 1, 5 sind 6. Ach, der Strom ist gleichmäßig und stabil. Bada bim, bada bum, bada bam. So, dann kommen wir nicht hier, sondern da. Jetzt alles einschalten und dann sollte der Aufzug funktionieren. Limbo! Nein, hier nicht.
Noch eins tiefer. Was kommt denn als nächstes? Das ist, glaube ich, hier diese Zisterne oder wo man halt hier die verschiedenen Brücken machen muss, oder? Moment. Ah, ich glaube, ich muss da erstmal was reintun, oder? Haben wir schon erstmal ein bisschen Treibstoff, muss ich reintun. Hep. Und eins. Mach mal an das Teil. Ich hab Zunderbüchsen. Und zwei. Sagst du mir auch, wenn der Magen voll ist? Na, Klappe auf, hier kommt das Flugzeug. Nom 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 nom. Lecker, lecker. Spinalkügelchen waren ein bisschen so lange im Ofen, aber was soll's. Der Brenner ist jetzt volle Kohle. Jut. Dann schalten wir mal ein und volle Kraft vor. Raus. Tatatim, tatabum, tatatam. Oh, es lebt. Es lebt. Ah. Nicht du, Schatten. Der Aufzug. Ich finde, die sehne mich. Ich mache mich rar. Ich empfehle mich. Autsch. Zappalot nochmal. Du kennst mir. Du siehst ein bisschen aus wie hier die. Aua! Du erinnerst mich ein bisschen hier an meine. Eieiei, nein, ich bin verkehrt. Ein bisschen hier. Aua! Super. Ein bisschen an meine Mandeln, wenn die entzündet sind. Der merkwürdige Brief erschrak ihn, aber er war auch der Einzige, der ihn etwas ermutigte. Meint er den Brief vom Alexander Brennenburg, hä? Buse! Der Schatten ist nah, der Schatten ist nah. Oh, super, zurück geht's nicht mehr. Zurück nimmer, vorwärts immer. Hüp, hep, hep. Okay. Dann drücken wir das gute Teil. Ich glaube, du stürzt doch ab, oder? War das nicht so? Das ist meistens. Der atmete schwer und versuchte nicht zu schreien. Der Medizinschrank war umgeworfen. Okay, das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Runter geht's. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Einmal vorwärts, einmal rückwärts für 5 Mark. Das ist doch oft so bei solchen Aufzügen in Horrorspielen, dass die hier einstürzen oder runterstürzen. Und der Protagonist, der überlebt es irgendwie, weil er im richtigen Moment hüpft. Oh. Oh, schade. Anhalten oder Turbo? Entscheide dich. Schneller oder langsamer? Wenn ich stehen bleiben. Okay, vielleicht wäre langsamer doch die bessere Wahl gewesen. Wann soll ich hüpfen? Die Bediensteten mieden ihn. Dennoch wusste er, dass die da waren. Sie rochen alle nach Gewürzwein. Ein geheimnisvoller Duft von Nelken und Salbei lag in der Luft. Alter. Zum Glück habe ich gut gefrühstückt. Das hat die Knochen gestärkt. Alter, was der Daniel hier alles hier erträgt. Oh nein. Come this way. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Ich hab doch meine Notizen. Jetzt kommt nicht die Zisterne, sondern es kommt das Gefängnis. Oh nein, dieser Ort. Ich weiß noch, damals habe ich den mit einer Freundin von mir mal zusammengespielt, weil ich da schon richtig Bammel hatte. Und wie ich mich da einfach in einer Zelle einfach dann niedergehockt habe und ich habe gewartet. Weil da wirklich der Freddy, der ist hier wirklich unterwegs. Oder da sind sogar zwei Freddys. Und die Sache ist die, hier gibt es mehrere Einträge, mehrere Tagebucheinträge, nämlich 3 Stück. Also einmal in der Küche. Und jetzt die Beschreibung, die müsst ihr euch anhören, bevor ich jetzt ein paar beende. Rechte Zelle zum Lager. Also dort ist ein was versteckt, aber es gibt viele Zellen. Und at the end of corridor, head left, cell area 4. Also wenn es am Ende des Korridors, geh nach links, wo es sagt, Zellareal 4. Am Ende des Gangs, dort findest du auch also 3
Und um was geht's da drin? Um das Gefängnis. Ne, um Brennenburg. Um das Schloss Brennenburg geht's, ja. Schöne, schöne Einrichtung. Aber mir ist das selber, das sage ich. Aber gut. Ich brauche erstmal eine Pause. Ich habe eiskalte Hände und die Blase drückt. Sie muss erleichtert werden. Und ich hoffe, Sie, meine Damen und Herren, hatten Spaß gehabt bei dieser Ausgabe von Amnesia The Dark Descent. Haben Sie ebenfalls hier mitgefürchtet? Haben Sie es schon gekannt? War es ganz neu für Sie? Lassen Sie es mich wissen. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann sage ich, ihr dran und sich Shovo. I love and entertain you. Tschüss and goodbye. Thank you.